besinnliche Adventszeit. Stille Nacht, heilige Nacht. Das heißt, dass gerade an Weihnachten mehr Menschen sterben als sonst im Jahr. Rein statistisch gibt es mindestens 6% mehr Todesfälle. Über den Grund sind sich die Experten uneins. Es mag etwas damit zu tun haben, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt und wir kurz vor dem Jahreswechsel zur Ruhe kommen wollen. Doch was, wenn die Toten ganz und gar keine Ruhe geben? Das mussten Thomas Frey und seine Familie Weihnachten 2006 erleben. Ein kleiner Ort im Kanton Aargau in der Schweiz, kurz vor Heiligabend. Der Vermieter von Thomas Frey ist vor 2 Wochen verstorben. Ein Anwalt erklärt ihm und seiner Frau Miriam, wie es nun weitergeht. Das Familienleben war sehr harmonisch zu dieser Zeit. Wir lebten in einem gemieteten Einfamilienhaus und hatten zu der Zeit 2 Kinder, das war Justin und Robin. Robin war da aber noch sehr jung und hatten immer viele Freunde um uns. Also es war wirklich zu der Zeit sehr harmonisch noch. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu beiden Elternteilen und ich habe sehr viel in meinem großen Garten gespielt. Und ja, ich habe alles gut und schön in Erinnerung. Trotz des Todes Ihres Vermieters habe ich gute Nachrichten für Sie. Sie können hier weiterhin wohnen bleiben. Eine Verwaltungsfirma kümmert sich um alles Weitere. Das Einzige, was Sie beachten müssen, ist, dass Sie die Miete auf ein neues Konto überweisen müssen. Hierzu habe ich alles zusammengefasst. Das wäre einmal für Sie. Wow. Also wir hatten mit dem Besitzer ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe für ihn noch, weil er hatte Apotheken und ich habe für ihn da den Unterhalt gemacht. Und er musste dann kurzfristig mal kurz ins Spital. Da hieß es auch, es sei nichts Tragisches. Und er ist dann aber von einem Tag auf den anderen verstorben. Es hieß dann, dass nichts, also dass es keine Änderungen geben würde betreffend der Miete oder so. Dann wünsche ich Ihnen ein frohes Fest. Ja, frohe Weihnachten. Gehen Sie noch zur Tür, vielen Dank. Frohes Fest. Danke. Können wir jetzt Weihnachten feiern oder müssen wir erst ein neues Zuhause suchen? Nein, wir können hier bleiben. Keine Sorge, wenn du weiter so brav bleibst, kommen die Geschenke hier bei dir an. Also können wir Weihnachten jetzt einläuten. Wer backt Weihnachtsplätzchen? Ich! Na dann los, husch, husch, ab in die Küche. Man ist immer erleichtert, wenn man nicht sofort alles auseinandernehmen muss und wegziehen. Und vor allem auch für die Kinder ist das viel angenehmer gewesen. Viele Tage während der Weihnachtszeit waren schön und ich habe auch viele Plätzchen gebacken mit meiner Mutter. Mein Vater war auch öfters dabei. Ja, habe alles schön in Erinnerung. 2 Tage später. Nach all dem vorweihnachtlichen Trubel sind Thomas und Miriam Frey erleichtert, dass beide Kinder schlafen. Erschöpft sind sie selbst früh zu Bett gegangen. Also das erste Erlebnis, mit dem, dass ich was am Bein spürte, war wirklich so, dass es sich angefühlt hat, als würde Justin durch die Bettdecke reinschlüpfen und kommt dann am Bein hoch. Also man hat das wirklich an, also ich habe es an der Haut gespürt und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass jetzt oben das Gesicht von ihm unter der Bettdecke hochkommt, aber da war nichts. Etwa 2 Stunden später wacht Thomas erneut auf. Zu uns gekommen. Das dachte ich vorhin auch. Ja, wie vorhin. Ich meine jetzt gerade. Hast du nicht gerade gemerkt, dass was zu uns kam? Was ist das denn? Schatz, guck doch mal. Wir hörten dann Schritte. Es hörte sich wirklich auch an, als wäre die Zimmertür von Justin auf- oder zugegangen. Und es war wieder nichts da. Bis natürlich dann
auf diese Schattengestalt an der Tür. Was ist das denn? Viele Menschen berichten darüber, dass sie nachts Besuch bekommen. Es kann immer passieren, dass ein Geist vor einem Bett steht und sich zeigt. Und es kann auch mal passieren, dass eine Wesenheit oder ein Geist in das Bett steigt. Aus welchen Gründen auch immer, um sich bemerkbar zu machen. Und ja, das ist gut möglich, dass man was wahrnimmt und denkt, es sei sein Partner oder Partnerin, die sich gerade oder der sich gerade anschmiegt. Oder man wird gestreichelt. Und es gibt solche Fälle, dass Menschen erzählen, dass sie nachts berührt oder umarmt wurden, obwohl niemand da war. Am nächsten Abend sind Thomas und Miriam gerade mit den Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. Und wie findest du ihn? Sehr schön, Schatz. Du, so um 18 Uhr wird Justin vom Fußballtraining zurück sein. Ich würde gleich mit dem Essen anfangen. Worauf hättest du denn heute so Lust? Oh, jetzt schwören können, das hat die ganze Vitrine umgehauen. Du hast es doch auch gehört. Es hörte sich an, als wäre diese Vitrine umgefallen und das Glas in 1000 Stücke zerborstet, also kaputt gegangen ist. War ein Riesenlärm. Es war nichts. Die Vitrine stand. Man fand nichts, dass irgendwo was runtergefallen wäre oder irgendwas, was dieses Geräusch ausgelöst hätte. Vielleicht bei den Nachbarn? Was war das? Doch schnell wird das Erlebte verdrängt. Mutter Martina lässt sich vor ihrem Sohn Justin nichts anmerken. Sie will die weihnachtliche Stimmung auf keinen Fall trüben. Geister wollen immer dabei sein, wo Liebe auch ist und wo man sich zu Hause fühlt. Und gerade wenn eine kleine Familie da ist mit Kindern, wo Spaß ist, wo die Eltern auch offen die Liebe zu ihren Kindern zeigen und wo ein gutes Familienverhältnis auch herrscht, kommen oft Wesenheiten dazu, die unsichtbar bleiben, die man gar nicht so spürt. Sie haben Teil an dieser Familienidylle und gerade auch zu Weihnachten macht ein Geist oder eine Seele sich auch bemerkbar, dadurch, dass sie Teil der Familie sein möchte und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch braucht. Und das ist ein üblicher Weg, dass Geister sich auch mal darstellen möchten.